Herzlich willkommen zu Empires & Puzzles. Ich habe gleich 50 Abonnenten und deswegen dachte ich mir, okay, für die, die so treu sind und gerne zuschauen, das ist meine zweite Rekrutentruppe hintereinander. Heißt für mich, ich bin immer am Testen von dem Müll. Ich kann eh keine 10 Beschwörungen machen, ich mache jetzt eh einzelne von daher. Aber mal schauen, was nach zwei Rekrutenbeschwörungen hintereinander kommt. Wählen. Nehmen wir Spaß beiseite, das habe ich gestern auch gemacht und dann hier eine Beschwörung gemacht und habe Mayana bekommen. Ich bin nach wie vor der Meinung, das ist alles Zufall. Zudem kam zwischendurch ein Patch, wahrscheinlich haben sie eh die Theorie zerstört, sollte sie jemals existiert haben. Von daher, ich mache jetzt hier nie weiter rum. Ihr könnt die verbleibenden 25 Beschwörungen genießen, es sei denn, ich krieg vorher einen dicken Fisch, dann höre ich wahrscheinlich auf, weil zwei kriege ich eh nie an dem Tag. Und ja, viel Spaß. Ich bin immer noch in der Hoffnung, irgendwann mal im Leben eine Frieda wäre cool, ein Grabmacher wäre cool, Musashi wäre cool, Drake Fong wäre super. Solche Späße, oder was Lilan ist. Aber bei meinem Glück sammeln wir hier einfach nur Futter, was ich noch schnell vor dem Krieg verballern kann. Vielleicht werden meine Teams noch ein, zwei Teamstärkepunkte stärker. Und dann legen wir uns mal mit den Ukrainern an, die gut dabei sind. Aber das gibt es dann natürlich in einem anderen Video. So. Eine Theorie habe ich übrigens noch gehört. Das ist relativ. Das ist eigentlich in der Theorie dumm. Die besagt, Russen haben immer Glück. Und ja, machen wir mal Szene auf Russisch oder neune. Geht schon mal nicht gut los für die russische Sprache im Test. Schon wieder die Graumänner. Was gäbe es? Ganzo. Man könnte meinen, ich kann es lesen. Balthasar. Ja, ich kann es auch eigentlich lesen. Also die Buchstaben, das funktioniert. Ein paar Wörter gehen auch, aber das war es dann auch schon wieder. Dass das heute keine Russen, sondern Ukrainer hauptsächlich sind, hat mir ein ukrainisches Vögelchen gezwitschert. So. Sonst wüsste ich das auch nicht, den Unterschied sehe ich mit meinem gefährlichen Halbwissen nicht. Und wahrscheinlich kommt hier auch wieder nur Müll. Na komm, ein so ein vergangener Held wäre doch witzig. Noch ein Wukong, der vielleicht in den Wukong reingeht oder in den Wächter-Schakal. Wer sich wundert, dass das Kriegsvideo heute spät rauskam oder oder noch später rauskommt, ich weiß nicht, ob ich das hier davor hochlade oder nicht. Wir hatten ein schönes Familienwochenende von Freitag bis jetzt Sonntag und was nicht so schön war, war das WLAN da vor Ort. Das hat mich zweimal aus der Taverne der Legenden gekickt und ich wollte jetzt das nicht im Krieg riskieren, dass mich das da aus den Angriffen rausschmeißt. Deswegen habe ich den so lange wie möglich nach hinten geschoben. Okay. Dann. Es gibt noch eine Opfertheorie, dass man 5 Sterne opfert und dann zieht. Na komm. Nochmal. Natürlich nicht. Egal. Dass man 5 Sterne eben anderen verfüttert und dann wieder 5 Sterne bekommt, das ist aber auch Bullshit. Da habe ich ein anderes Video gesehen, dass das quasi negiert hat. So, einmal können wir noch. Na komm. Schnell gedrückt, weggemacht. Ja, wie es zu erwarten war. Ich werde mal zurückstellen. Nee. Ruski, Ruski, Ruski. Deutsch. Okay, und letzte Aktivität. Bla 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 bla.
Kann ich noch so weit runterscrollen? Mehr, mehr. Genau hier. Die beiden Münzen waren eine 2- und eine 1-Sterne-Truppe und dann kam direkt eine Mariana, aber total random und die nächsten beiden waren dann Scarlet und Kailani und ihr seht wohl die Reihenfolge. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Kriegvideo kommt heute auch noch. Haut rein, bis dann. Tschüss.